erste Bürgermeister der Freien und Hansestadt legt in Sachen Optimismus noch einen drauf. So, das wird eine tolle Sache für die Leute, die Heldenhaftes geleistet haben. Meinen Sie denn nicht, diese Krawalle hätte man hier verhindern können? Denn gleich zu Beginn zeigte sich, dass alle Befürchtungen und Warnungen in puncto Gewalt zutreffend waren. Willkommen in der Hölle des linken Mobs. Polizeiobermeister Sebastian Paroch ist mit seiner Berliner Hundertschaft vor Ort. Das, was da in Hamburg passiert ist, ist in so einer Form noch nicht auf mich eingeprasselt. Diese schwarzen Blöcke legen natürlich ein hohes Aggressionspotenzial in den Tag, wie man auch sieht. Sie versuchen, die Kollegen zu schädigen, ihnen die Gesundheit zu nehmen, letztendlich sie auch umzubringen, was man gesehen hat in Form der Zwillenbeschüsse. Und gerade die Demonstranten, die haben eine andere Demonstrationskultur. Da gehört das schon fast zum guten Ton, einen Polizisten zu verletzen. Wählerinnen und Wähler entscheiden, wer der nächste Kanzler wird. Ich bewerbe mich um dieses Mandat und natürlich bringe ich ein, was ich einbringen kann, neben einem guten Plan für die Zukunft, also wie unser Land regiert werden soll, wie wir durch die 20er Jahre kommen, wie wir dafür sorgen können, dass wir in 10, 20, 30 Jahren noch gute Arbeitsplätze haben, eben auch die Erfahrung als ehemaliger Arbeitsminister, als Regierungschef in Hamburg. Ich freue mich,